Der schwedische Reichsrat stattete Kanzler Oxenstierna mit allen Vollmachten aus, die sich Gustav Adolf in Deutschland angemaßt hatte. In Heilbronn schlossen dann die protestantischen Stände mehrerer Reichskreise ein von Oxenstierna angeführtes Bündnis. Die Krone Schweden übernahm in den besetzten Gebieten und Städten auch die politische Herrschaft, vergab Privilegien, erhob Steuern und Zölle. Das Amtsschild des schwedischen Zolls in Lauingen bei Ulm. Es war kein Friede in Sicht, weil Schweden bei seinen Maximalforderungen blieb. Vor allem die Kriegsgewinne wollte der Kaiser auf keinen Fall herausrücken, nämlich die Pfalz, Mecklenburg und die säkularisierten Bistümer. Ferdinand setzte daher weiter auf einen Separatfrieden mit dem sächsischen Kurfürsten Johann Georg. Wallenstein sollte ihn erzwingen und aushandeln. Wallenstein hatte seine Truppen nach der Schlacht bei Lützen in Böhmen wieder auf den alten Stand gebracht. Von Böhmen aus ließ Wallenstein mehrere Vorstöße nach Schlesien und Sachsen unternehmen, wobei die kursächsische Armee unter Arnim schonend behandelt wurde. So schlugen die Kaiserlichen bei Steinau ein schwedisches Korps, ließen aber die Kursachsen entkommen. Wallenstein verhandelte gleichzeitig mit Arnim. Kursachsen sollte sich von Schweden trennen, aber nicht geschlagen werden. Die sächsische Armee wurde geschont, nicht aber Land und Leute. Die Stadt Bautzen wurde angezündet, nachdem die Kaiserlichen die Stadt erobert hatten, aber wieder verlassen mussten. Die Bürger hatten vorher 100.000 Reichstaler Brandschatzung bezahlt. Genützt hat es ihnen nichts. Bei einem Vorstoß wallensteinischer Regimenter nach Sachsen im August 1633 ging es laut Theatrum so zu. Die Körper der zu Tode geschändeten Weiber und anderer Ermordeter konnten nicht alle begraben werden. Die Toten lagen auf den Gassen und auf dem Feld und es konnte der Jammer nicht genugsam beschrieben werden. Während die Wallensteinischen in Schlesien, Sachsen und Brandenburg hausten, vertrieben schwedische Korps kaiserliche Besatzungen aus dem Stift Magdeburg, aus Westfalen, aus Holstein und aus dem Elsass. Ein schwedisches Heer unter Gustav Horn stieß vom Rhein bis nach Bayern vor, ein weiteres unter Bernhard von Weimar aus dem Bistum Würzburg. So kam das Elend über das lange verschonte Bayern. Viele Städte wurden mehrfach erstürmt, mal von dem einen, mal von dem anderen. Zum Beispiel Eichach. Bei der zweiten Eroberung durch die Schweden meldet die Tafel: geplündert und zum Teil niedergebrannt. Worauf die Bayern unter General Werth die Stadt zurückeroberten. Nicht ohne Beistand, aus hiesiger Sicht. Trotzdem wurde Eichach beim nächsten Angriff der Schweden meist in einen Schutt- und Aschenhaufen verwandelt. Oder Landsberg am Lech zum Beispiel. Theatrum: die Schwedischen haben Landsberg stark beschädigt und mit Gewalt eingenommen. Den Bürgern und Bauern wurde wegen ihrer an den Schwedischen verübten Grausamkeiten hart zugesetzt. Um die gänzliche Verwüstung von Bayern zu verhindern, forderte Maximilian den Beistand wallensteinischer Regimenter an. Wallenstein lehnte ab. Er ließ ausrichten, die Teilung seiner Armee sei zu riskant. Tatsächlich hatten die Schweden nur darauf gewartet. Verrat, Verrat, tönten trotzdem Wallensteins Feinde am Wiener Hof. Seit geraumer Zeit verlangten sie vom Kaiser die Absetzung und Beseitigung des Feldherrn. Die spanischen und bayerischen Gesandten aus politischen Gründen, Kleriker und Höflinge, um an Wallensteins Vermögen zu kommen. Habsucht und Ehrgeiz treiben auch den Sohn des Kaisers um. Ferdinand will als Nachfolger Wallensteins den Oberbefehl über die Armee. Alles wird Wallenstein von nun an als Verrat ausgelegt. Sogar mit Schweden soll er konspirativ verhandelt haben. Aber es gab keine Beweise. Dafür meldet der kaiserliche General Piccolomini Ungeheuerliches. Wallenstein habe ihm gesagt: ich will Österreich angreifen, den Kaiser gefangen nehmen und das Haus Habsburg ausrotten. Das war's.
Ende Januar fertigt Kaiser Ferdinand zwei öffentliche Befehle aus. Der erste betrifft die Entlassung Wallensteins. Der zweite regelt die Enteignung der Güter Wallensteins und seiner Anhänger. Der dritte war geheim und er ging an die Generäle Gallas und Piccolomini. Der Befehl lautet, das Haupt und die vornehmsten Mitverschworenen, wenn möglich, gefangen zu nehmen oder als überführte Schuldige zu töten. Am 21. Februar 1634 erfährt Wallenstein in Pilsen, dass der Kaiser ihn entlassen hat. Aufbruch nach Eger. Die Wertsachen und der Hofstaat kommen mit, die Artillerie bleibt da. Nur ein paar hundert Soldaten begleiten ihn. Unterwegs beim Dorf Plan soll sich Wallenstein erneut selbst verraten haben gegenüber Offizier Leslie. Dem soll er gesagt haben, ich werde gegen das Haus Österreich marschieren. Was wollte Wallenstein in Eger? Sicher mit Kursachsen und auch mit den Schweden verhandeln. Mit welcher Absicht hat er schriftlich nicht mitgeteilt. Dass er gegen den Kaiser Krieg führen wollte, behaupten nur die, die ihn zu Tode gebracht haben. Und zwar in diesem Haus. Unklar ist, wie man es nennen soll, was man Wallenstein hier angetan hat. Hier auf der Gedenktafel ist von Mord die Rede. Und so halten es alle, die dem Hause Habsburg ungünstig gesonnen sind. Das Museum zur Tat. Alles, was wir über sie wissen, stammt von den Tätern. Und die behaupten, sie hätten vom Verrat Wallensteins erfahren. Erstens von ihm selbst, zweitens durch den Befehl des Kaisers. Juristisch gesehen hatte der Kaiser ein Todesurteil ausgesprochen, nach Beratung mit seinen Räten. Demnach hätten die Offiziere Leslie, Gordon und Butler in Eger nur eine Hinrichtung durchführen lassen. Allerdings wurde der Verrat nur von den Tätern und Piccolomini bezeugt. Es dauerte Monate, bis der Hof die Schrift zur Begründung der Tat vorlegen konnte. Eindeutige Beweise waren trotz eifriger Suche nicht gefunden worden. Auch vom Tathergang gibt es nur die offizielle Version der Täter. Demnach haben sie vier Gefolgsleute Wallensteins zum Abendessen in die Burg von Eger gebeten. Der Bericht von Gordon. Zwischen 9 und 10 Uhr ist in höchster Stille eine Kompanie Dragoner eingelassen worden. Der Kapitän ist eingetreten und hat geschrien, wer ist gut kaiserlich? Hierauf die Herren Butler, Gordon und Leslie, wie ward Ferdinandos schnell geantwortet und die Waffen ergriffen. Die Herren Illo und Kinski sind gleich liegen blieben. Graf Terzky kam noch in das Vorhaus. Rittmeister Niemann floh nach zwei Stichen in die Speisekammer, fiel um und starb. Dann wurde ein Trupp Musketiere in die Unterkunft Wallensteins beordert. Eine Gefangennahme verwarfen die Täter, weil er in drei Tagen eine Armee zusammenbringen würde. In der Apologie musste aber eingeräumt werden, dergleichen Armee er niemals gehabt. Gordons Bericht. Die Musketiere schrien, Rebellen, Rebellen, und öffneten das fürstliche Zimmer. Die fürstliche Gnaden lehnte im bloßen Hemd am Tisch und sagte nicht mehr als, ah, Guardier, Schonung. Er wurde vom Kapitän mit den Worten, du schlimmer, meineidiger, alter, rebellischer Schelm, mit der Partisane durchstochen, worüber er zur Erde fiel und starb. Die Täter wussten, dass ihnen ein toter Wallenstein mehr einbringen würde als ein lebender. Ein Prozess hätte nämlich wegen der schlechten Beweislage die Enteignung der Güter verzögert. Was in Eger greifbar war, wurde auf der Stelle entwendet. Piccolomini reiste eilig an, um die privaten Plünderungen zu unterbinden und schriftliche Beweise für den Verrat zu sichern. Er suchte vergeblich.
Kaiser Ferdinand ordnete an, für das Seelenheil der Verblichenen in Österreichs Kirchen 3000 Messen zu lesen. Sodann ging es an die Verteilung der Beute. Friedland und Reichenberg, geschätzte 500.000 Gulden wert, gingen an den kaiserlichen Feldherrn Gallas für die Einfädelung der Tat. Schloss und Herrschaft Nachod ließen das Vermögen Piccolominis um 215.000 Gulden anwachsen. In der gleichen Größenordnung fiel die Vergütung für Gordon und die zu Grafen ernannten Butler und Leslie aus. Die rangniederen Mittäter erhielten zwischen 40.000 und 12.000 in Liegenschaften oder bar. Alles, was Wallenstein nach der Zerschlagung der protestantischen Stände Böhmens gewonnen hatte, wechselte erneut den Besitzer. So seine riesigen Güter und Jitschin seine Residenz. So der Park mit der Lindenallee, die zu einer Loggia führte und weiter zu einem Kloster, das der Kriegsunternehmer zu seiner Ruhestätte bestimmt hatte. Alles wurde verscherbelt oder beliehen oder transferiert. So sein Palais in Prag. Und alle hielten sie die Hände auf. Des Kaisers Sohn Ferdinand, die Kriegsräte, der Jesuitenorden, der spanische Gesandte, sie langten derartig hin, dass für die Kriegskasse des Kaisers nichts übrig blieb. Sohn Ferdinand III., schon König von Böhmen und Ungarn, wurde Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, Gallas sein Stellvertreter. Zunächst schien es, als gingen die schönen Zugewinne wieder verloren. In Schlesien brachten die kursächsische Armee und einige schwedische Regimenter einem kaiserlichen Korps eine schwere Niederlage bei. Theatrum. Man hat Nachricht, dass auf der Wallstadt 4000 Kaiserliche geblieben sind. 1400 wurden gefangen. Als Vorleistung für einen Separatfrieden zog sich die kursächsische Armee plötzlich aus Böhmen zurück. Die Diplomaten des kriegsmüden sächsischen Kurfürsten waren mit ihren kaiserlichen Kollegen in Verhandlungen eingetreten. Die schwedischen Regimenter mussten nun ebenfalls Böhmen verlassen. Der schwedische Truppenführer Baner schrieb empört an Oxenstierna: Sie hoffen nach einem Streich gegen uns einen leichteren Frieden zu erlangen. Der Streich zeichnete sich ab. Am 29. Juli 1634 ergaben sich die Schweden und die Bürgerwehr von Regensburg der Belagerungstruppe unter Ferdinand III. Und dem bayerischen Kurfürsten. Theatrum. 63 schwedische Offiziere und an die 600 gemeine Soldaten sind geblieben. Von den Bürgern blieben kaum 800 am Leben. Alle darüber sind bei über 400 Ausfällen umgekommen. Beim Vormarsch donauaufwärts kamen die bayerisch-kaiserlichen am 18. August vor dem schon belagerten protestantischen Nördlingen an. Die hart bedrängten Nördlinger baten die schwedischen Feldherren Gustav Horn und Bernhard von Weimar um Beistand. Hunger, Pest und das Sterben fangen an einzureißen. Es ist nicht möglich, sich länger zu halten. Der schwedische Stab stimmte zu. Obwohl sich um Nördlingen zu den 24.000 bayerisch-kaiserlichen ein Korps von 15.000 Spaniern gesellt hatte, die in die Niederlande unterwegs waren. Das Diorama der Schlacht im Nördlinger Museum. Am 5. September konnten die Schweden nach schweren Gefechten mehrere Berge südlich von Nördlingen einnehmen. Nur der Sturm auf die höchste Erhebung, den Aalbuch, misslang. Gallas ließ den Berg in der Nacht verschanzen. Am nächsten Tag berannten die Sturmtruppen Horns mehrere Stunden lang vergeblich den Aalbuch. Theatrum. Sie haben an die 17 Stürme auf diesen Posten in 6 oder 7 Stunden getan, während immer wieder frische spanische Truppen zur Defension des Postens herangeführt wurden. Als die dezimierten Sturmabteilungen vom Berg zurückströmten, gerieten sie in die ebenfalls auf der Flucht befindlichen Regimenter Weimars. Die resultierende Konfusion besiegelte die schwedische Niederlage.
Das Fußvolk, die Geschütze und die Bagage sind stehen geblieben und wurden von den Kaiserlichen ganz umringt, wobei alles niedergemacht worden ist. Es war ein Verlust von 12.000 Mann Toten, 6.000 wurden gefangen unter vielen Offizieren, auch Feldmarschall Horn. Viele andere wurden hart verwundet. Die Sieger haben 80 große Geschütze und 4.000 Wagen bekommen und eine solche Beute, davon das ganze Lager der Sieger reich werden konnte.